jetzt das Radio PSR Sinnlos-Telefon. Die Kult-Comedy. Schulz, Deutsches Meeresmuseum, Zentrale, guten Tag. Bin ich jetzt im Meereskundemuseum? Ja, da sind Sie. Da, schön. Mein Name ist Sven Marschner. Ich rufe an aus dem Hotel Seeblick Binz. Was haben Sie so für Fische? Haben Sie auch Hecht? Nee, Hecht haben wir nicht. Haben Sie Dorsch? Dorsch, ja, Dorsch ist da. Oh, wunderbar, Gott sei Dank. Sie sind meine Rettung. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin hier der Hilfskoch und ich habe das Dorschfilet versaut. Und jetzt wartet der Gast und da wollte ich fragen, ob Sie manchmal Umstände halber eh locker machen können für mich, dass ich das jetzt hier praktisch löse nee, auf die also Art und Weise. Das glaube ich Problem. Nicht. So viel haben wir auch nicht dort in den Aquarien. Also ja, aber die Bimbern doch, die kommen da immer wieder welche hinterher, oder nicht? Nö, wir züchten nicht. Mehr als einen haben werden sie da haben. Ja. Passen Sie auf, übermorgen ist doch Markttag. Da bringe ich das Filet wieder zurück. Wir haben doch Lebende hier. Ach so, ne, den müssten Sie natürlich vorneweg... In den Aquarien. Ich kann den natürlich, also leben kann ich nicht in die Pfanne halten. Das, das geht nicht. Ja. Sie sind eine Punstnapp. Nee, also... Haben Sie schon mal hier lebenden Fisch gegessen oder was? Ich habe kleinen Dreck verlochen. Lebenden Fisch will an die Pfanne halten. Nee. So, mal Spaß beiseite. Der Gast wartet und wenn ich hier das nicht wieder hier reguliere, kriege ich Ärger mit dem Chef. Ich habe den versalzen, den Dorsch. Ich brauche ein Dorschfilet, bitte. Nee, ich kann da dazu nichts sagen. Ach, kommen Sie, wenn... Nee, ich kann das nicht machen. Sie das können nicht. Mit dem Kescher rein ins Aquarium, Dorsch raus. Ich komme mal an die Türe vorne und mach mal 5 Euro. Nee. Hier ist Radio PSR, das Sinnlos-Telefon. Sie können Ihre Fische behalten. Ich habe sie nur veräppelt. Alles klar. Sinnlos-Telefon. Die Kult-Comedy bei Radio PSR.